Bäume sind wahre Wunderwerke der Natur. Und sie sind wichtig für das Leben auf der Erde. Eine große Buche produziert pro Tag Sauerstoff für rund 20 Menschen und 12 Kilogramm Traubenzucker. Diesen wundervollen Vorgang nennt man Photosynthese. Er findet in den Blättern statt. Drei Dinge sind für die Photosynthese notwendig: Wasser, Kohlendioxid und Licht. Wasser und geringe Mengen Mineralsalze nehmen die Bäume mit ihren Wurzeln aus dem Boden auf. Im Stamm wird das Wasser in Leitungsbahnen zu den Blättern transportiert. Das gasförmige Kohlendioxid gelangt durch winzige Spaltöffnungen auf der Blattunterseite ins Blattinnere. Das eigentliche Wunder der Photosynthese geschieht im Inneren der Blätter, genauer gesagt in den Chloroplasten. Heya! Chloroplasten enthalten den grünen Blattfarbstoff, das Chlorophyll. Das Licht der Sonne nutzt das Chlorophyll, um Kohlendioxid und Wasser in Traubenzucker umzuwandeln. Dabei entstehen als Nebenprodukte Wasserdampf und der für das Leben auf der Erde so wichtige Sauerstoff. Wasserdampf und Sauerstoff können durch die Spaltöffnungen auf der Blattunterseite wieder entweichen. Wow. Der in den Chloroplasten produzierte Traubenzucker wird in alle Teile des Baumes, auch in die Wurzeln, transportiert. Aus dem Traubenzucker stellen die Bäume Holz her und gewinnen Energie, um zu leben. Denn im Traubenzucker ist die Energie des Sonnenlichtes gespeichert. Mit Hilfe von Sauerstoff wird in den Zellen Traubenzucker in Wasser und Kohlendioxid zurückgewandelt. Dabei wird die gespeicherte Energie wieder frei. Diesen Vorgang nennt man übrigens Zellatmung. Er läuft in den Zellen aller Lebewesen ab. In Bäumen und allen anderen grünen Pflanzen findet bei Tageslicht gleichzeitig Photosynthese und Zellatmung statt. Nachts nur Zellatmung. Doch erzeugen Pflanzen durch ihre Photosynthese am Tag sehr viel mehr Sauerstoff, als sie verbrauchen.